My name is Felicitas Thien, and I want to know why this fish specialty is named after a German imperial chancellor. I mean, you could just call it pickled herring, but we Germans say Bismarckhering, and today I will find out why. I'm here in Stralsund in the northeast of Germany on the Baltic Sea, where Bismarckhering is said to have gotten its name. Maybe the locals can tell me what the story is with this fish. Na, von Bismarck, von dem Deutsch, war das ein Kaiser? Ich glaube, es war ein deutscher Kaiser, ne? Vermute von dem Politiker, also von Fürst Bismarck. Ja, muss ja dann irgendwas mit Bismarck zu tun haben, ne? Ist ja dann schon ein bisschen länger her. 150 years ago, to be precise, from 1871 to 1890, Otto von Bismarck was the first chancellor of the German Empire. He masterminded the unification of Germany, turning many smaller states into a single country. But what's he got to do with my pickled herring? I've heard that it all began over there in this building. It was here at house number 6 on Stralsund's New Market Square that merchant Johann Wichmann and his wife Caroline sold pickled herring, among other things. I meet with Dirk Schleinert from Stralsund City Archive to learn more. Ich habe gehört, Sie können mir sagen, wie der Bismarckhering zu seinem Namen kam. Das hat was mit dem Reichskanzler Otto von Bismarck zu tun. Es gab viele, die diesen wichtigen Politiker verehrt haben in seiner Zeit. Wichmann gehörte mit dazu. Und er hat dem Bismarck also ein Fässchen mit seinem sauer eingelegten Hering geschickt. Bismarck reagierte sehr freundlich und dann hat sich der Wichmann ein Herz gefasst und hat ihn gefragt, ob er diesen Hering, den er bzw. seine Frau herstellt, ob er den Bismarck-Hering nennen darf. Und das hat ihm der Reichskanzler gestattet und deswegen heißt der Wichmannsche Hering seit 1871 Bismarck-Hering. But that isn't proven and so there are other legends. One claims Bismarck said, herring would be as popular as lobster or caviar if it were just as expensive. One fishmonger in Stralsund still sells Bismarck herring according to the Wichmann's original recipe, the Henry Rasmus shop. The business is now run by a friend of mine, Matthias Schilling. Tagchen, Matthias! Feli! Na? Was treibt dich nach Stralsund? Na, ich habe gehört, bei dir gibt es das Original Bismarck-Hering-Rezept von 1871 und das möchte ich mal kosten. Probieren jetzt gleich? Ja, wir fangen wirklich? Gleich, ja, wir fangen gleich okay. An. Okay, willst du es im Fischbrötchen haben oder so? Einfach wie isst so. Man es denn? Na, ich würde es im Fischbrötchen machen. Na, dann möchte ich es genauso haben. Hilf mal. Das ist Bismarck-Hering. Das ist ein süß-sauer eingelegter, ganz milder Hering. Ja? Und klassischerweise hat er halt keine Haut. Die zieht man vorher ab. Es ist mega zart. Ja. Jetzt, er schmilzt richtig auf der Zunge. Sehr sauer, ein bisschen süßlich und gar nicht fischig. Nee. Und ich finde die Zwiebel total lecker. Das ist Now for the fish rolls. We'll need some homemade tartar sauce, lettuce, 2 Bismarck herring fillets, onions and pickles. Ist das ein klassisches Fischbrötchenrezept? Ja, wir versuchen, also es ist ja das Originalrezept, das Original Bismarck-Hering-Rezept von 1871 und wir versuchen das halt ein bisschen in eine neue Zeit zu führen. Also, aber der Fisch ist so, wie er war? Der Fisch ist genauso, wie er war, aber wir haben hier ein bisschen anderes Brötchen, wir haben noch mal eine Gurke dabei, wir haben selbstgemachte Remoulade, einfach um es ja, ein bisschen moderner zu machen. Schön verteilen. Ich liebe ja Fischbrötchen und dieser saure Fisch zusammen mit den Zwiebeln. Und ich finde gut, dass ihr so ein bisschen Remoulade drauf macht. Aber weißt du was, Matthias? Ich würde dann schon gerne wissen, wie ihr eigentlich diesen Fisch einlegt. Willst du mir ein bisschen was vom Geheimrezept verraten? Also das Komm, wir sind ja Freunde! Das Geheimrezept ist wirklich, wirklich geheim. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir ein paar Schritte zeigen, wie man es macht. Henry Rasmus revived the original recipe after buying it from Johann Wichmanns great-granddaughter. It gained world fame after Chancellor Angela Merkel gave barrels to visiting royals and presidents. Hier passiert das große Geheimnis. Darf ich dir vorstellen? Ja. Das ist Rolf. Tag dir. Hallo. Rolf ist unser Küchenmeister hier. Okay. Wir zeigen dir jetzt
ein bisschen was von dem Geheimnis. Okay. Aber nicht das ganze Geheimnis. Okay, wenn nicht, müsst ihr mich leider nach umbringen. Ist schon mal. Okay, was müssen wir tun? Wir müssen den Fisch zuerst enthäuten. Okay. Ich mach's mal vor. Ja. Also man muss immer gucken, hier vorne war der Kopf, hier hinten war der Schwanz, dass man nicht falsch rum anfängt. Das wird nix. Before their skin, the herring fillets are placed in a brine of salt and vinegar. So, was passiert jetzt? Jetzt legen wir den Hering ein. Das heißt, der Hering kommt ins Fass. Einfach so rein? Genau. Muss man irgendwas beachten? Nö. Einfach rein. Jetzt, wo Matthias nicht da ist, sag doch mal kurz das Rezept. Weiß ich leider auch nicht. Mustard seeds, onions, bay leaves and allspice go into the barrel. Also hier ist das große Geheimnis drin, ja? Genau. 150 Jahre alter Sud, quasi. Jetzt kommt der Deckel drauf. Okay. Und wie lange muss das jetzt einliegen? So circa eine Woche. Okay. Dann weißt du jetzt eigentlich alles über den Original-Stralsunder Bismarck-Hering, oder? Genau. Wichtig, der muss aus der Ostsee kommen. Okay. Und deswegen fahren wir zum Angeln. We head to Strelasund, the sound between the island of Rügen and Stralsund on the mainland. It's a good spot to fish for herring. Now that I've learned how to pickle a Bismarck herring, let's see if I can catch one. Ich hab das schon. Danke. Los geht's. Ja, los geht's. Und wer hat die Leine abgemacht? Ja, Heringssaison ist von Mitte März bis, ja, wenn man Glück hat, so bis Mitte Mai. Also könnten wir noch Glück haben? Wir könnten noch Glück haben. Leute, konzentriert euch. Schmeißt mich jetzt mal rein. Jo. Okay, haltet eure Backen weg. Ja. So I try my luck. While Rolf and I cast our lines, Matthias chills out. Meanwhile, I learn some more about the fish we are trying to catch. Der Hering ist kein typischer Ostseefisch. Der schwimmt ja in der Nordsee und Atlantik und kommt nur hierher zum Laichen. Nur um Bismarck-Hering zu werden. Then a fish bites. Ich hab was, da wimmelt was. Ich werde es ein Hering. Brr, 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 brr. Aber. Petri Heil sagt man, oder? Petri Heil, ja. Oh, warte. Unfortunately, that was our only herring of that day. But still. It's early evening, time to return to the mainland. Rolf, vielen Dank. Komm gut heim. Tschüss. Tschüss. Now I know how the Bismarck herring got its name and what's behind the recipe. Almost. I guess we'll never find out which legend is really true. But it's a good story and the fish is really tasty. So.